Mein Name ist Lynn Kaiser. Ich bin der Geschäftsführer und Gründer der Firma Hypergenic. Ich bin schon sehr lange Unternehmer, jetzt seit fast 30 Jahren. Habe schon sehr viele unterschiedliche Sachen gemacht in meinem Leben, von industrieller Steuerungstechnik bis zu Hollywood. Und mit Hypergenic sind wir an einem komplett neuen Thema dran. Und zwar benutzen wir künstliche Intelligenz, um Gegenstände, physische Gegenstände, ja, unser Ziel ist es, ganze Maschinen zu designen und dann auf in digitalen Fabriken, die im Zentrum industriellen 3D-Druck haben, in der Serie herzustellen. Ja, das ist im Kern das, die Gründungsidee von Hypergenic. Also das Interessante ist, dass sich unsere Technologie letzten Endes für jeden physischen Gegenstand einsetzen lässt. Ich meine, es gibt natürlich Dinge, die da ist die Dringlichkeit größer als bei anderen. Aber im Kern ist es so, wenn wir darüber nachdenken, wir Menschen designen Gegenstände eigentlich seit Tausenden von Jahren auf die gleiche Art und Weise. Wir haben eine Idee und dann zeichnen wir diese Idee auf. Ja, so haben die Römer irgendwie ihre Aquädukte gebaut und so hat Leonardo da Vinci seine Maschinen irgendwie erfunden. Und so arbeitet heute letzten Endes ein Ingenieur. Ja, ein Ingenieur oder eine Ingenieurin, die setzen sich vor den Schirm und die haben irgendwas im Kopf, was sie bauen möchten. Und dann wird das am Bildschirm gebaut. Heutzutage natürlich mit mächtigen Tools. Aber letzten Endes ist es ein manueller Prozess. Und was wir sagen ist, um Innovationen dramatisch beschleunigen zu können, und das müssen wir tun, damit wir die Herausforderungen unserer Zeit meistern können in den nächsten Jahrzehnten. Also um Innovationen radikal zu beschleunigen, müssen wir einen komplett anderen Weg gehen. Da müssen wir im Prinzip diesen manuellen Prozess müssen wir in ein Computerprogramm gießen. Und dann verändert sich die Aufgabe eines Ingenieurs so, dass nicht mehr das Ergebnis erzeugt werden muss, sondern eigentlich nur die richtige Frage gestellt werden. Und die Frage muss natürlich sehr präzise gestellt werden, damit am Ende auch das Richtige rauskommt. Aber das sehen wir als absolute Schlüsseltechnologie für die Beschleunigung von Innovationen in physischen Gegenständen. Und wie gesagt, die Breite ist gegeben. Also unser Unternehmen ist jetzt ja, 2017 gegründet, also jetzt 4 Jahre alt. Wir arbeiten bereits in den unterschiedlichsten Branchen, von wirklich Consumer Products bis zum Medizinbereich, bis zu Raketentriebwerken. Hier hinten haben wir Raketentriebwerk an der Wand. Hier habe ich es auch mal in echt. Ja, also Luft- und Raumfahrtbereich ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Aber letzten Endes kann das wirklich überall eingesetzt werden. Und unser Ziel ist es wirklich, dass man in ja, ein paar Jahren wirklich eine komplette Maschine so erzeugen kann. Also nicht nur statische Gegenstände, sondern wirklich bewegte Maschinen bis hin zu wirklich komplexen Dingen wie vielleicht ein ganzes Auto oder ein ganzes Flugzeug. Also es macht eigentlich nie Sinn, ein bestehendes Bauteil, das es schon gibt, das in der konventionellen Art und Weise sehr, sehr ökonomisch und schnell gefertigt werden kann, über additive, also 3D-gedruckte Verfahren herzustellen. Das macht eigentlich nie Sinn. Was interessant ist, ist, dass ich natürlich jetzt Dinge herstellen kann, die ich noch nie zuvor habe herstellen können. Ja, also ich habe das Raketentriebwerk gezeigt. Dieses Triebwerk könnte ich nicht anders herstellen als durch 3D-Druck. Es gibt keine Fräsmaschine dieser Welt, die in diese Kühlkanäle irgendwie reinkommen würde und so weiter. Gießen kann man es nicht. Also sprich, wir reden hier von Gegenständen, die es noch nie gab. Und jetzt kann man sagen, ja gut, okay, dann werden die Standardgegenstände werden halt immer noch normal gefertigt und nur die neuen Sachen werden irgendwie 3D gedruckt. Und das stimmt auch initial. Und das ist genau das, was wir heute sehen. Allerdings ist es natürlich so, wenn ich dieses Problem wegnehme, dass ein Ingenieur ja auch für ein kompliziertes Teil mehr Zeit investieren muss, werden diese Teile automatisch komplizierter. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, sie werden systemintegriert. Momentan muss ich einen Gegenstand aus vielen, vielen einzelnen Bauteilen zusammensetzen. Auch so ein Raketentriebwerk würde in einem konventionellen Verfahren eben aus vielen, vielen Teilen irgendwie zusammengeschraubt und zusammengeschweißt werden.
Und im 3D-Druck kann ich diese Teile, auch bewegte Teile im Übrigen, in einem Stück fertigen. Und wenn ich jetzt natürlich den Zusammenbau nicht mehr brauche, dann ist natürlich auch von der Zeit und von der Ökonomie stehen wir da auf einmal ganz anders da. Weil wenn ich tatsächlich einen gesamten Elektromotor drucke, wo es schon die ersten Experimente dazu gibt, also einen Elektromotor wirklich in einem Stück zu drucken und der funktioniert danach, dann ist natürlich der 3D-Druck, auch wenn er vielleicht momentan ein bisschen langsamer ist, ist in einer riesen Vorteilsposition, weil erstmal kann ich neue Elektromotoren herstellen, die vielleicht Wicklungen haben, die viel effizienter sind und so weiter. Aber ich kann die Dinger auch schneller herstellen, weil ich muss es nicht mehr zusammenbauen. Und das ist eben, wo wir hingehen mit der additiven Fertigung, mit dem 3D-Druck. Und kombiniert eben mit dieser algorithmischen Gestaltung, mit der künstlichen Intelligenz, kann ich ganz radikal neue Gegenstände herstellen. Und die werden nach und nach die konventionellen Gegenstände verdrängen. Und weil sie diese Gegenstände verdrängen, wird wahrscheinlich am Ende nicht mehr so wahnsinnig viel für die konventionelle Fertigung übrig bleiben. Aber das wird Jahrzehnte dauern. Ne? Also wir reden hier jetzt nicht irgendwie was morgen passiert. Ja, so eine Schraube, die werde ich immer konventionell herstellen, aber vielleicht brauche ich keine Schrauben mehr. Und das ist das Spannende. Also Nachhaltigkeit ist eigentlich eines der Kernthemen, die mich dazu bewogen haben, das Unternehmen zu gründen. Also ich war vorher in einer ganz anderen Branche tätig, der Entertainment-Industrie. Wir haben Bildverarbeitung für Hollywood gemacht. War großartig, wir haben tolle Leute kennengelernt. Aber dann 2008 hat mich Al Gore dann so irgendwie so ein bisschen aus diesem Ding rausgerüttelt mit seinem Inconvenient Truth Talk. Und ich habe mich halt dann so ein bisschen gefragt, ob das wirklich sinnvoll ist, irgendwo seine Lebensarbeitszeit genau in diesen Bereich reinzubringen. Hyperganic, ich sehe drei Bereiche, die sehr, sehr interessant sind unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Das eine sind erstmal relativ offensichtliche Dinge. Zum Beispiel, wenn ich 3D drucke, dann kann ich den Materialien neue Eigenschaften geben in der Art und Weise, wie ich drucke. Das konnten wir Menschen noch nie. Also wenn man mal drüber nachdenkt, wie die meisten Alltagsgegenstände erzeugt werden, das sind immer verschiedene Materialien, die irgendwie miteinander verklebt oder zusammengebaut worden sind. Weil ich suche mir ein Material aus, das die richtige Eigenschaft hat und dann verbinde ich es mit einem anderen Material, das vielleicht eine andere Eigenschaft hat. Deswegen so ein Schuh zum Beispiel oder irgendwie ein Fahrradhelm, die sind aus lauter verschiedenen Kunststoffen zusammengeklebt. Im 3D-Druck kann ich diese Eigenschaften verändern, so ein bisschen wie es die Natur tut, indem ich andere Strukturen einbaue. Also bei der Natur ist ja auch nicht so ganz klar, wo beim Baum der Stamm aufhört und wo der Ast anfängt und wo dann das Blatt beginnt. Und beim 3D-Druck kann ich eben auch das Material modulieren, sodass zum Beispiel ein weiches Material entsteht aus einem Material, das eigentlich vom Grundstoff her hart ist. Das heißt, ich kann zum Beispiel einen Gegenstand aus einem Material herstellen, statt aus vielen, vielen verschiedenen, was natürlich Riesenvorteile beim Recycling hat. Also das ist der eine Aspekt. Der ist schon sehr, sehr wichtig. Das ist allerdings meiner Meinung nach fast der kleinste. Der andere Aspekt ist, wenn ich vollautomatische digitale Fabriken habe, dann ist das eigentlich ziemlich egal, wo diese Fabrik steht. Die muss dann nicht mehr in irgendeinem Land fern Ost normalerweise stehen, wo die Arbeitskräfte extrem günstig sind, nur damit ich halt irgendwie einen halbwegs bezahlbaren Gegenstand herstellen kann. Diese Fabriken können eigentlich wieder relativ nah an den Endkonsumenten ranrücken, was natürlich große, große Einsparungen in den Shipping Emissions, in den CO2-Ausstoß bei einfach dem Transport hat. Also das sehe ich als einen ganz wichtigen Aspekt. Aber der dritte Aspekt ist für mich eigentlich noch fast viel wichtiger. Dinge wie Klimawandel und Umweltzerstörung können letzten Endes nur auf technische Art und Weise gelöst werden. Und die Entwicklung von Technologie dauert einfach sehr, sehr lange. Ja? Innovation dauert unglaublich lange und die dauert lange, weil es halt wahnsinnig schwierig ist, so einen Gegenstand zu konstruieren. Also ich muss ja nicht nur den Gegenstand konstruieren, mühsam von Hand, sondern ich muss auch noch die Maschine konstruieren, die nachher diesen Gegenstand herstellt. Und jetzt haben wir beim 3D-Druck tatsächlich eine Maschine, die fast alles herstellen kann. Ja, heute eine Gabel herstellt und morgen einen Motor, ja, wenn man das mal irgendwie auf die Spitze bringt.
Und wir haben jetzt mit algorithmischem Design, mit AI-based Design, haben wir die Möglichkeit, diese Innovationsfähigkeit dramatisch zu beschleunigen. Und deswegen glaube ich, dass das eine der absoluten Schlüsseltechnologien ist, um genau diese Umweltprobleme in den Griff zu kriegen. Und das wird alles in den Schatten stellen, was ich jetzt irgendwie mit ja, Local Emissions und jetzt Recycelbarkeit und so weiter hinbekommen kann, obwohl das wichtige Aspekte sind.